So, da sind wir wieder. Vierzig Rehfleisch brauchen wir jetzt. Rehe, die finden wir hier, ne? Ja. Sind wir denn hier überhaupt richtig? Ja, das ist der richtige Weg. Wir müssen einfach nur vom Fluss rechts bleiben. Ja, leicht gesagt als getan, ey. Ich bleib jetzt einfach rechts. Oh Gott, ich hänge wieder fest. Oh, wir sind schon vorbei. Lol, okay. Lol, dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Ich glaube, ich habe meine Einfahrt verpasst.
Hi, Trappy. Ja. Ups. So, Alex. Schönen Tag. Ich habe hier Wild für dich. Großartig. Lass mal sehen. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorräte. Ich denke, wir sollten es gut sein lassen. Der Meisterjäger hat mitbekommen, dass etwas im Busch ist. Und die Bürger werden nervös. Aber du hast uns sehr geholfen. Danke. Aha. Komm zu mir, wenn du noch etwas benötigst. Werde ich. Mach's gut. Das war's. Mit Alex sind wir fertig. Nice. Mit Alex haben wir fertig gemacht. Gott sei mit tatsächlich. Dir. Cool. Na endlich, Brot, ey. Boah. Brot, Semmeln und Brezeln. Und wie ist er das geworden? So, haben wir das geschafft. Jetzt verkaufe ich das restliche Fleisch. Gott schütze dich. Knoblauch, Karotten, rote Beete. Gekochtes... Gekocht ist? Wie kann das denn gekocht sein? Keine Ahnung, weg damit. Weg damit, das brauche ich alles nicht. Das reicht. Fertig. Der Händler hat nicht genug Geld. Dein Ernst? Ach, der hat nur 20? Dein Ernst? Egal. Warte, habe ich das jetzt noch? Nö. Umso besser. Ich habe eh den ganzen Scheiß weg. Wir haben heute keinen Cold War ausgemacht. Außerdem habe ich gesagt, dass ich erst Kingdom Come spiele, egal was passiert. Und du hast mir immer noch nicht gesagt, wie er denn zu Prestige 6 gekommen ist. So. Nächste Aufgabe, Mission. Je nachdem. Ah ja, die Dirne. Stieß 20 Großen aus der Börse des Freiers. Stimmt, die alte Dirne. Oh Gott. Ach, das war oben rum, ne? Ja, da muss ich... Ja! 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 Brechen! Speichen! Dann kann der Schmied direkt... erstmal alles reparieren. Kein Schmied da. Gibt es ein Problem? Ja, ich will, dass du meine Sachen reparierst. Gott schütze dich. Hä? Nein, ich will, dass der... Mach ich das selber, ist mir auch egal. Was war das? Geht das nochmal? Ruck. Ah, so. Was war das?
Jetzt komme ich da nicht hin. Reparatur. Nice. Muss ich den nochmal hin? Oh Gott, ist das weit weg. Ja. Ja. Tralalali, tralalala. Das ist lustig, dass diese Pferde immer noch hier stehen. Aber hier ist ja gar keiner mehr. Oder doch? Nee. Hat echt keiner. Lol. Wie durch einen Glitch in der Wand. Ich bin zu doof, um das zu verstehen. Wie viele Level ist der jetzt aufgestiegen? Bitte. Ja. Ja. Oh, wait. Ja. Oh, ich renne komplett in die falsche Richtung. Ja.
Halt dein Maul. So. Von 52 auf Prestige 6 Level. Wie lange habt ihr jetzt dafür gebraucht? What the hell? Du wolltest das Geld haben, ne? Oh Gott, habe ich diesen einen Bonus an? Warte mal. Wo war das nochmal? Ne, Taschendieb. Verringere deine Chance, entdeckt zu werden, wenn viele Leute in der Nähe sind. Hallo Bossilein. Das ist beim Zombie-Modus gewesen, oder was? Ein Bier bitte. Und dem, da soll ich beklauen? Hier. Oha. Bin gleich damit zurück. Ich setz mich mal dabei. Komm. Hier, deine Bestellung. Scheiße. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Was hat die denn so? Dietriche. Oh, Retterschnaps ist eigentlich wichtig. Habe ich überhaupt noch Verbände? Toll, kann ich nicht sehen. Ich kauf sie mir mal. Lass uns über den Preis sprechen. Na, der Typ ist weg. Ist gut. Was sagst du dazu? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Mein letztes Angebot. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ich will aber nicht mit dir zusammen. Hä, der Typ ist wieder da, lol. Auf die Frauen! Gott segne sie! Ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach... Hast du was verloren? Ich bin hungrig. Hätte gern ein bisschen. Ich kann doch jetzt nicht einfach klauen. Das geht doch gar nicht. Niemals geht das. Ich speichere jetzt einfach mal. Ich versuch's jetzt. Nee, siehst du? Hier ist ein Taschendieb! Ah! Sag ich doch. Nee, da muss ich schon warten, bis es dunkel ist oder so. Weil so funktioniert das nicht. Okay, da warte ich mal eben. Wie lange hat die aufgeschenkt? Boah, keine Ahnung, ey. Meistens immer bis 22 Uhr.
Ja, er sitzt immer noch, ja. Ja, ich würde gerne mit dir reden. What the hell? Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Boah, wann macht die Schenke denn dicht? Bitte sehr, auf gute Gesundheit. Auf gute Gesundheit! Der muss auch irgendwann mal nach Hause gehen. Oh Gott, der ist immer noch da. Habe ich den hier im Blick? Mach mal Spiele. Lust auf ein oder zwei Spielchen? Ja, komm, dann komm. Alles oder nichts. Ein paar kann man ja wohl nehmen. Glückssträhnenwürfel. Bin schon gespannt, wie du wirfst. Hey, wieso sitze ich denn auf der anderen Seite jetzt? Ach, egal. Mal sehen. Hier bitte. Jetzt du. Komm schon, lass mich wieder würfeln. Ob es 4000? Man kann es nicht erzwingen. Kann natürlich auch sein, dass die Scheißschenke rund um die Uhr auf hat. Dass der Typ niemals weggeht. Aber jetzt wird's was. Ich glaub's nicht. Oh. Scheiße. Ich bin spielsüchtig, ja. Mittlerweile hat man mich schon so weit getrieben, ja. So, warte mal. 3, 4, 5, 6 geht nicht, ne? Ne. Da fehlt eine. Drei, 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 fünf. Du schreckst vor nichts zurück, was? Nice.
1, 5, 5. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich noch was Gutes würfel, oder? Ja. 1, 5. Nur mach hin, Typ. Ich muss noch jemanden beklauen. Ich brauche noch 1000, dann habe ich gewonnen. Jetzt du. Ups. 5, 5, 5, warte, 3, 4, 5. Passt schon. Nein. Scheiße. Wie viel hat der denn? Ich sehe es nicht. Irgendwas mit 2000. Also der ist noch weit weg. Ha! Und der hat wieder kein Glück. So. 1, 2, 3, 4. Ah, 5 fehlt. Verdammt normal, ey. 1. Ich hab nur eine 1? Wo ist denn hier eine 5? Quatsch. 5, warte, 4. 5, 6. Nee, da fehlt die... ja. Du schlägst vor nichts zurück, was? Drei, 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 fünf. Also jawohl. An dieser Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ach, halt die Klappe. 6, 6, 6. Und gewonnen. Wieder geht doch. Verloren. Wieder. Sehr schön. So, wo ist der Typ jetzt hin? Oh, der ist weg. Der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Wo ist der her? Ich muss beklauen. Oh, vielleicht sollte ich noch andere Sachen anziehen, weil die Rüstung wird man auf jeden Fall hören. Wait a minute. Wait a minute. Habe ich denn keine leichten Sachen mehr? Oh, dann laufe ich halt nackig. Ist mir auch egal. Ach ja, den Silberring muss ich noch der Dingens geben und die Halskette auch. Scheiß drauf. Ohne Pferd. Ich guck erstmal, wo der ist. Ah, der ist nicht weit weg. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Lauf! Heinrich, lauf! Lauf um dein Leben. Er scheint noch irgendwie zu gehen. Ja, da hinten ist er sogar. Ich sehe ihn. Was soll ich nochmal klauen? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Was soll ich denn klauen? 20 Groschen. Die hätte ich dir auch so geben können, Alter. Ich hab so viel Geld. Umhauen. Ne, ich bestehle den. Ich bestehle, ist besser. Ich speichere nochmal. Oh Gott, ich bin in ihn reingerannt. Ah! Nein! Nein! Ja, 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 ja! Boah! Alter! Leck mich am Arsch! Und jetzt... Boah! Lecco mio, war das knapp!
So, jetzt kann ich die alte Schachtel ihr das Geld geben. Dann lässt sie mich hoffentlich auch in Ruhe. Wo ist sie hin? Die steht noch da hinten irgendwo. Die ist hier noch irgendwo. Irgendwo ist die hier noch. Ich sehe hier nichts. Machen wir mal die Taschenlampe an. Ist die hier irgendwo? Ih, die schläft bei den Schweinen. Ih. Hier ist sie doch. Mein Gott. Will schlafen. Will schlafen. Oh, das erinnert mich voll an Alex. Der wollte auch schlafen. Die schlafen alle bei den Schweinen. Wie eklig seid ihr denn? Na gut, dann warte ich halt, ist mir auch egal. Ziehe ich meine Rüstung wieder an. Zack, 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 zack. Was? Sie machen mehr Geräusche? Scheißegal. Gut, dann warte ich jetzt hier. Dann steht die bestimmt hier. Pass auf, die steht jetzt. Entweder steht die hier oder die steht hier. Ach doch, pass auf. Oh, ich sollte vielleicht auch schlafen. Ist hier noch irgendwo. Ist hier noch irgendwo ein Platz frei oder so? Die Scheiße ist zu. Boah, die schlafen alle. Schnauze, ich schlaf nicht. Du Stockfisch, du. Bei den Schweinen schlafen. Es muss doch hier irgendwo noch ein Platz frei sein. Ah, hier, guck mal. Hier lege ich mich jetzt hin. Doch, Alex, du hast geschlafen. Okay, 7 Uhr reicht. 7 Uhr reicht. Wir würden alle gern mit Heinrich schlafen, ja. Heinrich ist schon eine geile Sau. Warte mal, ich brauche ja eigentlich im Moment meinen Helm nicht. Ich kann ja mein Gesicht zeigen hier. Guck mal. Ah, der Heinrich. Wo ist die Nutte? Die schläft immer noch. Oh, nicht dein Ernst. Boah. Es ist 7 Uhr und die schläft immer noch. Nein. Heinrich ist der Typ, den ich spiele. Ach, da hinten steht sie. Gott sei Dank. Oh, ich hab's dir besorgt. Ich meine, das Geld. Ich habe dein Geld.
Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. Tausend Dank. Hier, stimmt. Behalte die Hälfte. Hast du noch einen anderen Auftrag? Für dich immer. Mit dem Geld kann ich Essen kaufen. Aber ich habe niemanden, der mich nachts warm hält. Damit kann ich nicht dienen. Oder soll ich etwa eine Decke für dich stehlen? Keine Decke. Einen Wollschal. Meinen Schal. Ich war verzweifelt, also habe ich ihn für ein paar Bissen verkauft. Und jetzt tut's mir leid. Hol ihn mir zurück, bitte. So gut wie erledigt. Ah. Danke, Herzchen. Ich habe den Schal einer Frau gegeben. Sie lebt im Dorf, nicht weit von hier, in westlicher Richtung. Und damit es sich für dich lohnt, sie hat ein schönes Buch in ihrer Truhe versteckt. Das ist bestimmt ein hübsches Sümmchen wert. Mach's gut. Ein hübsches Sümmchen? Ich hol alles, was mir Geld einbringt. Ja. Genau in diese Richtung hier müssen wir. So, ich soll einen Schal. Ein Schal. Alter, haben wir Winter? Seit wann haben wir Winter? Wer trägt den Schal im Sommer? Also ich nicht. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Ein Schal, Alter. Ah, wir sind hier in der Nähe, da hinten irgendwo. Einmal über die Wiese. Ist das das Haus hier? Nee, das kann nicht das Haus gemeint sein. Doch! Die meint tatsächlich das Haus. Oh Gott! Du bist auch ganz viel wert, ja, das glaube ich dir, Boss. Du bist unbezahlbar. So, hier soll ich den Schal klauen, ja? Vielleicht geben sie mir den ja auch freiwillig. Ich glaube, ich muss schon wieder warten, bis es dunkel ist. Oh, ja, das war ich! Nur weil ich in euer Haus reingegangen bin. Ih, scheiße! Mich getäuscht haben. Ich bin sicher, ich habe was gehört. Ja. Ich bin auch mir ganz sicher, dass ich irgendwas gehört habe. Möchte jetzt jemand mit mir reden? Was gibt es nicht? Die Alte hat also den Schal, ja? Gehe ich jetzt einmal hier rum? Sieh. Mann, wie mache ich das denn nochmal? Ah, da. Ich jetzt einmal hier rum. Natürlich komme ich nicht herum. Ach komm, ist nicht dein Scheiß Ernst. Ich hasse Sachen zu stehlen. So, ihr kennt das Spiel, speichern. Falls ich entdeckt werde. Ja, ich meine, stehlen. Nein. Da ist er. Haha. Geschafft. Siehst du, so schwer war das doch gar nicht. Ohne irgendwie zu warten oder sonst irgendwas. Sehr schön. Ja. Bring der alten Dirne den Wollschal zurück. Ich glaube, das machen wir jetzt.
Klingt sehr gut. Morgen fangen wir dann einen weiteren DLC an. Wir wollen ein bisschen wieder Spannung hier reinkriegen. So. Da hast du. Hier, dein geliebter Schal. Du bist zu gütig. Du kümmerst dich um eine arme, vom Pech verfolgte Frau. Ich war nicht immer arm, weißt du? Und ich habe nicht immer so gearbeitet. Das interessiert mich nicht. Erzähl mir etwas. Okay. Vielleicht doch. Ich war die Frau eines Bauern aus Neuhof und es fehlte mir an nichts. Ich hatte eine beachtliche Mitgift. Mein Gatte hat mich nie geschlagen. Nur fand er eines Tages eine andere und warf mich raus. Er hat mir nicht einmal... Ja, so wie heute, zur Tage immer. Eine Zeit lang gebettelt, aber dann habe ich das einzige verkauft, das ich hatte. Was blieb mir anderes übrig? Alles nur wegen diesem Schwein. Sauf dir ein. Ja, das mache ich sofort. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Erinnerst du dich, wie ich von meinem Gatten erzählt habe? Jetzt, nach 20 Jahren, ist es an der Zeit, zurückzuholen, was mir gehört. Mein ehemaliger Gatte ist ein Bauer aus Neuhof. Er ist schuld an meinem Elend. Und jetzt gibt er vor, mich nicht zu kennen. Aber der geschmückte Dolch, den ich ihm damals gab, der ist ihm nach wie vor gut genug. Ich möchte, dass du ihn für mich stiehlst und mir bringst. Ich entlohne dich dafür, aber es wird etwas dauern. Neuhof, wo das Gestüt abgebrannt ist. Eieieiei. Ja gut, dann wollen wir jetzt auch nach Neuhof. Erledigt. Mach's gut. Neuhof ist ja nicht weit weg von hier. Ja. Ich liebe diese Musik. Mittelaltermusik ist voll geil. Ach hier. Oh, wenn diese Musik spielt, ist das nicht gerade geil. Toll. Das heißt, ich muss mich jetzt schon wieder ausziehen. Ach Gott, ich muss mich ja öfters ausziehen als die Dirne, ey. Das ist ja Wahnsinn. Komm mir nicht rüber. Warte mal, kann ich nicht einfach irgendwie... Moment. Ah, ich hab kein... Scheiße, ich hab kein Fleisch. Und ich kann da jetzt nicht einfach reingehen. Und den umhaut, der hat doch bestimmt eine Frau. Ja, hat er ja auch. Ja, da ist sie. Hallo. Ah.
Nein, ich suche nichts Bestimmtes. Ich suche diesen scheiß Dolch. Also eigentlich schon. Och Mann. Juhu. Juhu. Was? Jesus. Rede mal mit der... Geht auch nicht. Die wollen alle nicht mit mir reden. Willst du mit mir reden? Nein. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Gehen die eigentlich nie schlafen? Oder so ähnlich? Entschuldigung. Ja, jetzt kommt die Alte wieder raus. Das heißt, ich muss hier weg. Sonst geht die nicht wieder rein, wenn ich nicht das Grundstück verlasse. Das habe ich schon sehr oft mittlerweile mitgekriegt. Ja, ich werde mich jetzt irgendwo da in diesem Haus verstecken. Die Klappe. Ja, ist gut, wenn die sich unterhalten. Das ist. Ja, redet ihr mal. Ich durchsuche mal hier euer Vorratsdingens hier. Gott, die haben ja nichts. Genau, ich leg mich hier einfach schlafen. Kann ich das hier aufschließen, ohne dass man mich sieht? Alter. Diese scheiß Hunde nerven. Warum gibt's überhaupt Hunde? Furchtbar. Hier ist ja auch nichts. Jetzt muss ich echt warten. Da ist er. Der geht bestimmt jetzt gleich raus. Der geht bestimmt jetzt gleich raus. Der geht bestimmt gleich raus. Der muss rausgehen. Mach hinne. Warum gehst du nicht raus? Du dreckiger Waschlappen. Ich weiß, das sollte man nicht machen, aber ich werde diesen Hund jetzt erschießen. Peter, guck kurz weg. Oh, ich und Zielen. Da ist noch einer. Oh, fuck! Verdammt nochmal! Ey! Warte! Ich muss dein Dolch klauen! Hilfe! Nein! Scheiße! Du willst kämpfen? Okay, komm, wir kämpfen.
bin eh besser als du. Komm. So. Auch ohne Rüstung. Wo ist der Typ? Ach, geh weg. Der Typ ist hier runtergerannt. Ich muss ihm nach. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich will den Dolch haben. Auf zum Dolch. Ja, sehr gut. Der soll nicht sterben. Nein. Weg damit. Ich sehe aus wie so ein Irrer, Alter, mit dem Schwert in der Hand. Ich will doch nur, dass er bewusstlos ist. Ich will den scheiß Dolch. Danke. Da. Und ein paar Groschen nehme ich auch noch mit. So. Ich habe keinen getötet. Nein. Ich war das nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin ganz brav. Um das zu beweisen, mache ich jetzt Schnellreise. Ein Feind. Ja, komm, kämpfen wir. Ach, das war ja der. Nee, lass mal weg hier. Ich habe ein Verbrechen verübt. Oh Gott. Ich bin ja so ein schlimmer Junge. Wo geht's jetzt nochmal? Da. Ja. Was? Du willst. Ja. Du kannst nicht schnell reisen, weil du dich im Kampf befindest. Oh. Ja. Aua. Ja. Sühnenkreuz. Hopp. Und hopp. Und hopp. Da ist die Alte wieder. Ist das dein Deutscher? Carsten. Das ist er. Vielen Dank. Wie es scheint, sind nicht alle Männer Schweine. Es gibt da noch eine letzte Sache, die du für mich tun könntest. Oh nein. Eine letzte Sache? Was denn? Nachdem er mich rausgeworfen hat, hat der Bastard mich durch eine andere ersetzt. Eine jüngere. Und er hat ihr die Truhe mit meiner Mitgift gegeben. Ist das zu glauben? Diese Schnepfe! Besorgt mir den Schlüssel für die Truhe. Das Miststück hat ihn immer bei sich. Wäre es nicht einfacher, wenn ich dir gleich den Inhalt bringen würde? Das ist lieb von dir. Aber es gibt Dinge, die ich selbst erledigen muss. Ich will meine Rache auskosten. Bring mir den Schlüssel. Oh oh. Um den Rest kümmere ich mich. Dann muss ich nie wieder die Beine breit machen. Und meine Belohnung? Warte noch ein Weilchen, bitte. Zuerst nehme ich Rache. Dann zahle ich dir 1000 Mal zurück, dass du mir geholfen hast. Alles Gute. Rache, das ist nicht gut. Besonders nicht im Mittelalter. Die wird ja wohl schlecht sagen. Ach komm, ich spiele dem einfach mal einen Streich. Ich muss da jetzt wieder zurück, oder was? Oh. Das ist ein Miststück, ne? Ja.
Warum helfe ich dir eigentlich? Wenn die Belohnung nicht so viel... Dann bringe ich die Tussi um, ey. Ist mir so kackegal. Wie gut, dass man in jeden... Na gut, außer die wichtigen. Man kann jeden NPC umbringen auf jeden Fall. Außer die wichtigen. Super, jetzt darf ich tatsächlich jetzt nochmal zurück, wo ich gerade eben jemanden umgebracht habe. Klasse. Ja, ich glaube, dann werde ich wohl in den Knast landen müssen. Wo ist der Typ denn jetzt? Ach komm. Was ist das? Was in aller Welt? Ich bestehle dich einfach mal. Gott, ein Dieb! Gott, ein Dieb! Nein! Wache! Du sollst stehen bleiben. Ein Dieb. Ah, warte mal. Schön, dass sie stehen bleibt. Nice. Ich bin kein Dieb, ich hau jetzt ab. Da drüben ist ein Dieb. Ja. Wo? Ich reite ihm nach. Eigentlich mache ich sowas nie, aber egal. Ich lasse mir hier nichts zu Schulden kommen. Ich weiß nicht, wohin ich gerade reite, aber egal. Das ist auch ein ganz blöder Ort, den mag ich überhaupt nicht hier. Ein Dieb! Haltet ihn auf! Ja, das gibt später, wenn ich wieder zurückkomme, sehr, sehr großen Ärger. Ja. So, hier kannst du deine Rache machen. Mir scheißegal. Wehe, du gibst mir keine gute Belohnung dafür. Hier ist der Schlüssel für die Truhe. Ich habe immer noch nichts an. Jetzt habe ich alles, was ich für mein Glück brauche. Vielen Dank, Junge. Komm morgen zu mir. Dann wirst du für deine Hilfe belohnt. Und zwar fürstlich. Morgen. Was hast du jetzt vor? Zurückholen, was mir gehört. Mehr musst du nicht wissen. Und keine Sorge. Du bekommst die Belohnung, die du verdient hast. Mach's gut. Oh Gott, will ich das wissen? Wir haben 14 Uhr. Ich würde vorschlagen, wir bleiben jetzt einfach hier. Pennen dann bis morgen. Gewiss doch, bin sofort zurück. Mann! Hier, wohlbekommen. Grüß dich. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Aber ja. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Ja, pass auf. Dir wird's hier gefallen. Wo soll ich denn jetzt pennen? Ich frag mal nach, wo mein Bett ist. Ah ne, da oben. Ja, ich seh's schon. Was? Was willst du denn, Matthäus? Hey, Heinrich! Und? Was führt ihr wieder im Schilde? Nun ja, wir haben da so eine Idee. Wie du vielleicht weißt, wird Geld zum Tannberger Steinbruch geschafft, um die Arbeiter endlich zu bezahlen. Nein, hab nichts davon gehört.
Sie müssen Lohn für 3 Monate auszahlen und im Steinbruch arbeiten nicht wenige. Das Geld wird bestimmt gut bewacht, das ist... Was ist mit Andreas? Sind das Sigismunds Steinhauer? Ich bin dabei, ablehnen. Ich muss zuerst noch etwas in Erfahrung bringen. Was ist mit Andreas? Warum sprechen wir nicht mit Andreas darüber? Der hat nicht die Eier dafür. Hat uns zum Teufel gejagt. Wirklich? Wie das? Ah, weiß nicht. Meinte nur, er wäre nicht dabei. Andreas ist nicht dabei? Wird die Sache denn so gefährlich? Wenn ich mitmachen soll, will ich alles wissen. Heimberg ist in der Nähe. Wenn wir es verbocken, könnte es also Ärger geben. Aber was für ein Haufen Silber. Oh, wenn es schon so um so viel Geld geht. Da jucken meine Finger wieder. Arbeiten Sie für Sigismund? Ja, klar. Für wen sonst? Ich kenne doch den Vormann Rupert. Die arbeiten nicht für Sigismund. Ja, das stimmt. Und du hältst das für richtig? Gewöhnliche Diebe? Sind wir so tief gesunken? Was willst du denn hören? Sieh uns doch mal an. Dir geht's gut. Aber wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Aber so eine Sache... Glaubst du, uns geht's hier auch nur ein bisschen besser als in Sasau? Glaubst du das wirklich? Naja, also in Sasau. Boah, ich weiß nicht. Ah, in Sasau war es eigentlich auch scheiße. Nein, ich schätze nicht. Also verstehst du's? Seit Scarlets ging alles den Bach runter. Und wir können nicht einmal was dafür. Ja. Warum sollen wir für alles bluten? Zum Teufel mit den Steinhauern! Ah, es ist wieder so eine Situation, wo ich überhaupt nicht entscheiden kann. Ach, das ist doch scheiße. Warum muss man immer anderen Leuten Leid zufügen? Das ist doch... Aber das Geld wird bestimmt gut bewacht. Nicht, wenn wir alles richtig machen. Das kann man immer noch machen. Ich mach das jetzt nicht. Ich muss vorher etwas in Erfahrung bringen. Das geht in Ordnung. Mach's gut. Oh, ich hasse das, diese Konfrontationen. Wenn du einen hilfst, dann musst du jemand anderes helfen, die du geholfen hast, umzubringen. Das ist doch scheiße. Das ist kacke, ich hasse sowas. Auch wenn es mir eigentlich scheißegal sein sollte, aber... Nee. Das ist doch kacke. Wenn du jemanden hilfst und dann musst du jemanden anderes helfen, dass du demjenigen, der dir geholfen hat, dass du den umbringen sollst. Da fühle ich mich automatisch scheiße. Das Spiel ist unfair. Das Spiel ist einfach nur unfair. So, jetzt soll ich bis morgen warten, damit die Tussi mich bezahlt, ja? Dann mache ich das jetzt. Ich denke mal, 8 Uhr morgens wird reichen. 8 Uhr morgens. Das Helfen hoch 3 mit Konsequenzen. Ja eben. Das kann ja noch irgendwie was mit Thallenberg zu tun haben. Dass ich da vielleicht in den Knast gehe. Oder dass ich da Schulden habe. Oder sonst irgendeine Scheiße. Oh, das ist ja so eine Sache, ne? So, Tussi. Ich hoffe für dich, dass du mich jetzt... Wo ist die hin? Wo ist sie hin?
Wo ist die hin? Die wird ja wohl nicht noch schlafen. Na, hier liegen nur Männer. Oh. Hat die mich jetzt verarscht oder was? Das wäre jetzt was. Hier ist auch gar keine Mission mehr mit der. Ich denke, ich reite jetzt besser mal dahin. Gehst in den Knast und dann Spiel vorbei. Spielstand gelöscht. Stell dir mal vor, es gäbe so ein Spiel. Ich glaube, dann würde ich es instant löschen. Ich reite jetzt einfach mal wieder zurück. Irgendwo hier wird das gewesen sein. Oh, come on, man. Auf den Putz genommen hat sie dich. Das werden wir jetzt sehen. Ich will wissen, was die da gemacht hat. Was für eine Art Rache das denn war, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Halt's Maul. Das ist nicht hier gewesen? Ja, hier ist es. Oh, was willst du? Ergib dich! Du bist ein Verbrecher. Ja. Ja, ist ja gut. Hab ich dich. Dir werde ich's zeigen. Du wirst lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. Was? Probier das bei jemand anderem. Ich weiß, dass du einen Mord begangen hast und andere Verbrechen. Du landest im Kerker und ich hoffe, du verrottest dort. Kann ich mich da jetzt eigentlich rausreden? Das wäre jetzt mega, mega, mega geil. Willst du mich verarschen? Weißt du nicht, wer ich bin? Scheiße. Ich reiß dich am Riemen oder ich mach so viel Ärger, dass du froh bist, wenn du noch Kackeimer ausleeren darfst. Welches Spiel spielst du, Junge? Darauf falle ich nicht rein. Oh, Heinrich, Alter. Heinrich. Du. Kackeimer. Nice. Nice Konter, aber ich glaube, wir müssen uns einsperren lassen. Nein, ich fliehe. Ich hab da keinen Bock drauf, Brudi. Dann kämpfe ich lieber. Komm. Warte mal, das müsste jetzt eigentlich nur die Wache von Neuhof sein. Also Rattay hat damit nichts zu tun. So. Tschüss. Oh nein. Was hat die Alte gemacht? Ist nicht dein Ernst. Ist das dein Ernst? Ich will das schon aufschließen. Groschen. Ja, 50. Wow. Noch eine Halskette. Die hat die umgebracht, ey. Krass. Und meine Belohnung habe ich immer noch nicht gekriegt, ne? Krass. Hä? Gibt's hier irgendwo... Dass die Hunde irgendwie nichts gemacht haben, ist auch irgendwie total lustig. Schloss kacken. Nur eine Fackel, wow.
Klasse. Das ist ja mal lustig. Die hat die echt umgebracht. Das finde ich echt heftig, ein bisschen. Ich meine, Rache ist ja schön und gut, aber direkt Leute umbringen. Das finde ich jetzt nicht so geil. Und meine Belohnung kriege ich nicht. Nice. Oh, die Alte hätte ich umbringen sollen. Egal, wir reiten jetzt zu unserem morgigen DLC. Jetzt muss ich erstmal überlegen, welchen DLC wir jetzt eigentlich machen. Lass mal gucken. Gibt's hier einen? Das ist das mit Herrn Ratzig. Warte mal, da war doch noch irgendwo einer. Was ist hier? Nein, das war nicht hier. War das wirklich nicht hier? Nee, das war nicht hier. Moment. Gib mir eine Sekunde. Eine kleine Sekunde. Kann man sich nicht die DLCs anzeigen lassen? Ja. Ja, super. So, da ist einer. Da ist einer. Das ist Pribislavitz. Gibt es nur drei? Ja, stimmt. Ach. Hier, die mit Dingens haben wir ja schon gemacht. Mit der, wie heißt die denn jetzt nochmal? Stimmt, da gehen wir jetzt hin. Weil ich der ja noch Sachen schenken muss. Wie hieß sie denn jetzt nochmal? Die Müllers Tochter. Theresa! Genau, Theresa! Ist mein Fleisch denn schon abgeliefert? Hab ich das eine... Du warst nicht da. Ich hab's vorhin abgegeben. Du hast jetzt nichts mehr mit mir zu tun mehr. Wir sind fertig miteinander. Es gab keine neue Mission deswegen. Wer ist das denn jetzt? Hat wohl von hier aus geschossen. Hast weiche Knie bekommen, was? Ah, der schwarze Peter! Der schwarze Peter, ich hab ja letzte Woche gegen den schwarzen Peter im Turnier gewonnen. Jetzt greift er mich so an. Herrgott! Ah, was will der denn von mir? Wieso lauert der mir auf? Was ist denn, mit dem auf einmal passiert? Weil er war ja einer der letzten, gegen die wir angetreten sind.
Und jetzt hat er schon wieder verloren. Was hat er denn so bei sich? Lass mal gucken. Knappenschwert. Oh, das ist aber... mit, das ist aber mit Gift, ne? Oh Gott. Ja, das ist mit Gift. Der hat keine Groschen bei sich? Armer schwarzer Peter. Denkst du, du kannst dich mit meinem Preis davon machen? Falsch gedacht, Bastard. Ach, ich muss den umbringen. Ach so, ja dann. Jetzt kämpft er nämlich immer, immer weiter. Herrgott! Blut wird fließen. Ja, bei dir. Aua! Hey, pass auf mein Pferd auf! Oh, ich bin vergiftet. Mist! Scheiße! Der kleine Wichser. Sehr gut, Köter. Alter. Du stirb doch. Bevor ich sterbe. Aua, aua, aua. Lieber Gott. Oh nein, 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 nein. Oh. Oh, ich bin noch im Kampf. Ist das dein Ernst? Ja, dann bin ich tot. Wieso bin ich denn noch im Kampf, obwohl ich den besiegt habe? Hä? Was ist denn das für ein Schrott? Ist nicht dein Ernst. Hau dem auf. Hau dem auf den Dötz. Ist nicht dein Ernst. Wo bin ich denn jetzt? So, ich bin hier wieder. Ja, die Alte wollte mir ja nicht mein Geld geben. Ja, ich verstehe schon. So, dann habe ich bis zum Morgen gewartet. Genau. Was wir jetzt auch wieder tun. So. Reicht eigentlich. Jetzt gehen wir wieder zu Theresa, weil das eine Haus ist mir eigentlich scheißegal. Das war nur 50 Groschen, das war ja nix. Komm, mach hinne. Ich will den Stream beenden jetzt hier. Hey, was ist denn das? Was ist denn das jetzt für ein DLC? So, das ist das mit den Reitern. Das hier oben ist das mit dem Verkuppeln.
Das ist das mit dem Neuaufbauen. Was ist das? Egal, wir gehen jetzt zu Theresa, ist egal. Da beenden wir dann den Stream für morgen. Erneut. Jetzt kommt der schwarze Peter eh nochmal, aber egal. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber haut ihm auf den Pott. Ja. Jetzt mache ich's nochmal. Achso, das habe ich jetzt gar nicht gesehen mit dem Feind. Egal. Ich habe immer noch Points, ich habe immer noch Mission abbrechen. Oh, was ist jetzt? Oh, fuck! Ich muss weg. Ich renne auch voll in die falsche Richtung, aber mir egal. So. Jetzt noch mal in Ruhe. Moment. Ich habe immer noch Mission abbrechen. Ja, das weiß ich. Ah, ein Glitcher, direkt melden. Was denn für ein Wallglitch? Aber bei welcher Mission denn? Bei welcher Zombie-Mission denn? So. Jetzt gehen wir nochmal dahin. Mein Gott. Misserfolg schon wieder. Du kannst mich mal am Arsch lecken, nur. Ich will jetzt zu Theresa, verdammt nochmal. Die Maschine. Ach, ist das bei dem Flugzeug? Dann weiß ich, welchen du meinst. Bei dem abgestürzten Flugzeug. Ja, dann weiß ich welchen. Da ist der schwarze Peter! Falsch gedacht, Bastard! Das nennst du kämpfen? Aber ich hab nie verstanden, wie der funktioniert. Können wir ja gleich mal machen. Bin ja gleich hier fertig. Wie das endet. Auf ihn. Ja, mit deinem Tod. Aua. Ja, Mann. Wieso treffe ich auch den scheiß Hund? Ich sterbe wieder. Mach doch!
Ach komm, Alter. Ja, stirb, komm. Ich hab jetzt keinen Bock auf dich. Ja, was soll ich denn machen? Aha. Boah. Furchtbar. Ganz schrecklich. Wenn das Spiel nicht so will, wie ich das will. Wieso ist der jetzt in der Teepose? Ist der blöd? Oh, wieso heilt der sich denn jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Wieso? Warum? So, Moment. Den Glitch kenne ich durch YouTube auch, aber hab mich nie wirklich dran interessiert. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Keine Ahnung. So, wieso heilt er sich jetzt nicht komplett? Ach, ist doch doof. Ich habe mir doch letztens ein paar Tränke gekauft. Wo sind die denn hin? Ich speichere jetzt hier. Das schaffe ich eh nicht mehr. Na, Bursche? Ich habe etwas für dich. Den magst du am besten. Ja, ich bin voll rot. Oh, in der Tat. Retterschnaps. Retterschnaps. Drei Stück? Das ist aber. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Oh nein, jetzt gehen wir wirklich spazieren. Und ich bin tot. Lol. Okay. Heinrich, denkst du manchmal an die Zeit in Scarlet zurück? An wann genau? Bevor das alles rot passiert ist. Ich kümmerte mich um die Hühner und brachte Samuel sein Mittagessen zur Mine. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein, nicht wahr? Im Sommer habe ich immer den ganzen Weg barfuß zurückgelegt. Und wenn es sehr heiß war, habe ich unterwegs am Bach Halt gemacht und meine Füße reingesteckt. Ich musste mit dem Bottich im Hof vorlieb nehmen, wenn ich in der Schmiede half. Kannst du dir vorstellen, wie heiß es dort war? Ich versuchte oft, mich aus dem Staub zu machen, obschon ich wusste, dass es Ärger geben wird. Das weiß ich noch. Im ganzen Dorf hat dein Vater nach dir gesucht und du hast dich irgendwo mit Fritz und Matthäus versteckt. Ich und die anderen Mädchen sind euch manchmal heimlich gefolgt, aber wir haben nie gesagt, wo ihr seid. Und wenn dein Vater wieder nach Hause getrottet ist, seid ihr drei in den Wald und habt mit Stöcken gekämpft. Wir taten so, als wären wir Ritter. Mein Gott, wie viele blaue Flecken ich hatte. Einige Treffer von Fritz, dem Ochsen, spüre ich übrigens immer noch. Jetzt musst du nicht die Fußsalbe. Du bist quasi einer. Jetzt kommt die Fußsalbe. Was hat die gesagt? Jetzt musst du nicht mehr Ritter spielen. Du bist quasi einer. Naja, also. Nee. Ich würde sagen, Heinrich ist kein Ritter. Also. Überleg mal, was wir gerade eben die ganze Zeit gemacht haben, ne? Ich bin kein Ritter. Aber ritterlich bist du sehr wohl. Du hast mich gerettet. Nun ja, wenn man es so betrachtet, sind wir beide Ritter. Du hast mich auch gerettet. Heinrich, eine Frau kann kein Ritter sein. Leben retten kann sie aber trotzdem. Wer würde ein Lämmchen wie dich nicht retten? Ich hab nur irgendwas mit Füßen gehört. Ich bin kein Ritter, ich bin Robin Hood, genau. Nein, Heinrich ist Robin Hood. Also dann, Heinrich, leb wohl. Ich sterbe!
Hallo? Wieso rede ich denn? Boah. Ich werde das nicht mehr schaffen. Ja, wie soll ich denn? Nice. Ich werde sterben. Alles nur wegen diesen scheiß dreckigen schwarzen Peter. Mann! Wie farbenblinden Modus. Meine ich doch, du bist Cartman. Nein. Fick dich geil, du dreckiger Jude. So, weißt du? Ich sterbe. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so schnell behandeln lassen kann. Ich werde sterben. Finde ich schon ein bisschen scheiße jetzt. Nee. Bin tot. Boah, krass, ey. Das finde ich jetzt aber echt ein bisschen blöd. Ja, ich kann ja nichts mehr machen. Ich bin jetzt... Oder wie viel habe ich noch? Eine Gesundheit. Eine Gesundheit habe ich noch. Ja, noch ein bisschen Blau hinzufügen und schon hast 3D-Effekte. Ich dachte, wir wollten jetzt noch Zombie-Modus oder was wollt ihr machen? Wollt ihr jetzt doch Apex? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. So, meine Kinder-Schokobonbons sind jetzt leer. Muss ich mal eben kurz alle in die Tüte stopfen. Moment. Mir egal. Den können wir ja immer noch machen. Dann machen wir ja das nächste Mal. Aua. Ja, ich werde jetzt sterben. Ja, tot. Hallo? Aha. Das ist so geil. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen. Ja, ich würde gern... Moment. Ich würde gern auch wissen, wie das geht mit dem Glitch. Aber egal. Kann man ja immer noch machen. Noob? Ich geb dir gleich Noob. Das war der scheiß schwarze Peter schuld. Der hat seine Klinge mit Gift versehrt. Deswegen. Drecks schwarze Peter. Nee, das ist ja doof jetzt. Ich spiele jetzt Apex. Wenn du nicht dabei bist, ist es doof. Ja, weil es erst hieß, Deku, wann kommst du Cold War? Und jetzt heißt es auf einmal wieder Apex. Ihr verwirrt mich total. Das ist der schwarze Peter. Erste und nicht der letzte.
Mitten in der Nacht will der kämpfen. Aber. Ja, und schon wieder bin ich vergiftet. Pass! Was ist los? Komm schon! Ich spiele jetzt gleich Apex. Fertig jetzt. Sobald ich den schwarzen Peter besiegt habe, irgendwann mal. Achso, er ist tot. Hier kriegst du den Rest. Damn, jawoll. Jetzt hat er plötzlich doch Groschen, aber nur 0,5, okay. So, jetzt habe ich ihn besiegt. Ende. Wieso kann ich denn nicht rennen? Was ist denn los? Den hast du es jetzt gegeben, ja. Schönen Tag. Naja, es ist eher Nacht, ne? Das war's. Mehr kann ich nicht tun. Dann viel Glück. Ja gut, dann legen wir uns hier hin. Legen wir uns hier hin. Oh, das gibt es nicht. Ich kann nicht. Ja, aber wenn ich doch jetzt... Oh, was ist das für ein Scheiß? Es ist so dumm gemacht. Wie soll ich das denn... Ja, ich bin vergiftet, das weiß ich. Aber wie soll ich das denn jetzt bitte... Ich verstehe es nicht. Trank des Verderbens. Du hast Krämpfe und Schmerzen und bekommst kaum Luft. Du stirbst langsam an einer Vergiftung. Deine Gesundheit wird schrittweise um 110 Punkte geschwächt. Sacre bleu. Gar nicht treffen lassen. Alter. Dem kann ich jetzt gerade nur entgegenwirken, wenn ich diesen Aquavita... Nee, nicht Aquavita, das, was war denn das nochmal? Ringelblumenaufguss nehme. Alter, ist das krass. Komm, Marina. Dann werde ich jetzt zu den Zuber... Ah, geht ja auch nicht. Die sind ja schon alle am Pennen. Wird das da unten voller oder eher leerer? Es wird leerer. Ja, wenn ich jetzt warte, du bist schwer verwundet. Muss behandelt werden. Ihr seid lustig. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Auf Wiedersehen. Toll.
Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass hier einer sich wäscht. Oder allgemein sich jemand wäscht. Lol. Siehst du, es gibt doch noch Sachen, die man... Ja. Die man das erste Mal sieht. Ach komm. Das gibt's nicht, ey. Ich kann jetzt nur hoffen, dass dieses unten links da jetzt ganz schnell wieder vorbeigeht, bevor ich sterbe. Nein, ich bin nicht erkältet. Ich sehe die Welt so rot, so rot, so rot. Ich sehe die Welt so rot, so rot, so rot. Scheiß schwarze Peter. Das weiß ich nicht. Ich denke mal nicht, weil der wird genau wissen, wenn ich hier durchgehe, ich komme... Oh, ich sterbe. Och, kick dich doch, ey. Sorry, Leute, aber ich will das jetzt schaffen. Ist mir kackegal. Ja, wenn ich jetzt den Umweg nehme... Oh, warte, ich werde jetzt Theresa leider meiden müssen. Dann werde ich jetzt direkt zum DLC reiten, so. Wo wir dann morgen starten. Ende im Gelände ist jetzt... Ich habe gesprochen. Wo war denn das jetzt nochmal hier? In Samopesh. Oh. So. Also, ich weiß nicht, ob man den schwarzen Peter entgehen kann, weil... Ah, vorbei. Ich entgehe ihm ja jetzt auch gerade, ne? Aber wenn ich dann zu Theresa will, irgendwann... Und das werde ich irgendwann müssen, weil ich muss ja lernen, wie man Schlösser knackt und so. Also besser lernen, damit ich besser werde dadurch. Damit der Müller mir das beibringt, muss ich dann irgendwann mal wieder dahin zu Theresa. Und der schwarze Peter lauert da, das ist die Scheiße. Und da komme ich nicht drum herum. Was ist jetzt? Achso, ich bin da. Erregt Verdacht. Zünde eine Fackel an, bevor dich die Büttel sehen. Die Büttel. Wo soll ich jetzt hin? Ja, dann Schwert und Schild und eine Gatling Gun. Ja, im Mittelalter. Hey, was macht ihr zwei? Ach, das ist ein Bandit. Lass mich das mal machen. Ich mach das schon. Was ein ist Bandit! So. Paar Lündern. Hey, der hat Dietriche.
Dem hast du es gezeigt. Ja, danke. Du auch. Diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen! 4 Groschen! Junge, behalt das lieber für dich, ey. Da nehme ich mir lieber die 7,1. 4 Groschen! Wie süß. Vier Groschen gibt er mir, ey. Ist nicht wahr, ey. So. Dem schwarzen Peter sind wir jetzt entkommen. Hoffe ich mal. Außer wenn wir das nächste Mal zu Theresa wollen. Und das wollen wir. Das müssen wir. Morgen starten wir dann mit diesem DLC. Ich habe leider keine Ahnung, was das für ein DLC ist. Gott sei mit dir. Der will irgendwas. Was ist denn los? Ach, das Turnier. Das wühlt mich immer auf. Warum wühlt dich das Turnier auf? Ach, das Turnier. Es weckt traurige Erinnerungen an meinen Sohn Svartoplok. Okay. Gott hab ihn selig. Er hat Schwertkämpfe geliebt. Als er noch klein war, hat er gegen seine Freunde mit Stöcken gekämpft. Später hat er jahrelang jeden Groschen gespart, um sich eine richtige Waffe zu kaufen. Es dauerte nicht lange, bis er alle möglichen Angriffe und Finten beherrschte. Als er dann von Herrn Hanuschs Turnieren für das gemeine Volk erfuhr, war er sogleich zur Stelle. Oh nein. Hat dein Sohn je das Turnier gewonnen? Oh ja, mehr als einmal. Svartopluk war zwar nicht der Stärkste, aber flink wie ein Wiesel. Und er hat mit Leib und Seele gekämpft. Verstehe. Kam er auf dem Kampfplatz zu Schaden? Bei Gott, nein. Dank Herrn Hanuschs Regeln tragen die Teilnehmer höchstens ein paar blaue Flecken davon. Streng sorgt er dafür, dass sich jeder befolgt. Das Turnier haben wir ja schon mal gewonnen. Also wenn wir jetzt dann nochmal dahin müssen... Was ist denn mit ihm geschehen? Tja, ein Kerl namens Schwarzer Peter nahm teil. Man nennt ihn so wegen der Farbe seiner Rüstung. Niemand konnte ihm je das Wasser reichen. Aber Svartopluk war fest entschlossen, ihn zu schlagen und hat jede freie Minute für das Turnier geübt. Er ließ sich sogar vom ruppigen Hauptmann Bernhard schinden. Und beim letzten Turnier konnte er den Schwarzen Peter dann tatsächlich bezwingen. So wie wir. Aber er kam an jenem Tag nicht heim. Erst dachte ich, dass er bestimmt Teil seinen Sieg begießt. Aber als er auch am Morgen nicht heimkehrte, machte ich mir Sorgen. Gerade als ich mich was für ein Arschloch. Kamen Händler. Sie hatten ihn bei der Straße gleich nach Ratei gefunden. Er war noch am Leben, aber fieberte und zitterte am ganzen Leibe. Die Straße nach Ratei? Doch letzten Endes brauchte er nur noch den Pfarrer. Der schwarze Peter hat ihn getötet. Denkst du, dieser schwarze Peter hat ihn getötet? Das kam mir unverzüglich in den Sinn, ja. Beweisen kann ich nicht. Es hätte vermutlich jeder sein können. Nein. Oh, guck mal, hier steht sogar, ich habe am Turnier teilgenommen. Der Arsch hat den umgebracht. Alter. Hatte Svartopluk Verletzungen? Nur ein paar Schrammen und blaue Flecken vom Turnier. Aber nichts wirklich Ernstes. Nicht einmal der Knochensäger wusste, was ihm widerfahren war. Okay, krass. Ja, das ist echt ein krasser Zufall, dass wir an einem Turnier letzte Woche teilgenommen haben und den Schwarzen Peter ebenfalls besiegt haben und dass er uns gerade eben befallen hat. Ja, dass wer eins und eins zusammenzählen kann, der Sohn wurde umgebracht vom Schwarzen Peter. Ist ja logisch. Der hat ihm aufgelauert. Du hast recht, was den Schwarzen Peter betrifft. Ein zäher Bursche. Aber, ob du es glaubst oder nicht, ich habe ihn besiegt und das Turnier gewonnen. Gottlob, gut gemacht, Hund. Hast du etwas über den Tod meines Jungen erfahren? Nein, nichts Konkretes. Oh, sei es drum. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass man jetzt noch irgendwas herausfinden kann. Danke, dass du es versucht hast. Das war der DLC? Nicht dein Ernst. Ja, egal, dann machen wir das nächste Mal irgendwo anders weiter.
Ich höre jetzt auf hier. Ich speichere. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder bei Apex Legends. Bis gleich. Und morgen geht's natürlich hier weiter. Mit Kingdom Come Deliverance. Bis gleich.